Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Episode Divinity Original Sin 2. Liebe Leute, ihr könnt euch vielleicht nur erinnern, wir haben, was, Schatten über Treibholz? Wir fanden in der Höhle Hinweise auf Todesnebel. Die Waffe befand sich anscheinend ursprünglich auf der Friedensstifterin, einem Schiff des göttlichen Ordens. Offensichtlich wurde sie gestohlen und dann hierher gebracht. Aber ich glaube, das war die feindliche... Nein, warte mal. Genau, Geschmack von Freiheit. Wir haben einen seltsamen Edelstein erhalten, der wie ein Augapfel aussieht. Und mir ist eingefallen, wo dieser eine Totenschädel war, dem das Aug gefällt hat. Das war nämlich da, bei Mordus Haus. Und da schauen wir jetzt einmal rein. Da war ja diese Falltür da unten. Und ich glaube, da war da hinten der... Genau. A perfect fit. Nice. Oha, Verzeihung. Wir haben den Augapfel in Form eines Edelsteins im Ziertotenschädel platziert und ein Geheimgang hat sich geöffnet. Wir müssen nachsehen, wohin er führt. Oh ja, wir müssen unbedingt nachsehen. Go. Oh, was haben wir denn da jetzt? Eine tote Ratte. Oh, wie das schaut. Das schaut irgendwie... Das ist eine große Ratte noch Fallen oder irgendwie so aus. Wir sind auf ein seltsames Rätsel. Ach Gott. Aus Symbolen und Druckplatten gestoßen. Was könnte wohl solch aufwendige Schutzmaßnahmen erfordern? Tja, das frage ich mich auch. Oh Gott. Okay, werde mal allein unterwegs sein. Weil sonst tritt da immer irgendwer auf irgendwelche Druckplatten. Ich schätze mal, man kann das Schloss auch nicht knacken, aber ich mag es auf... Warum tue ich das jetzt knacken? Kann nicht geknackt werden. Okay, okay, dann. Wir haben es probiert, Leute. Dann schauen wir mal da hoch. This won't be of any use. Okay, da scheint ein Licht herein. Das schaut ganz schön aus. Jetzt hab ich das Symbol da oben, oder was? Also nein, das schwebt über dieser Platte. Okay, jetzt warte einmal. Es sind... Immer die, was die Platte berühren, haben das gleiche Symbol. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, auf dem ist noch nichts hier oben. Der Fane. Der Fane holt jetzt einmal so ein Dingsti. Was passiert, wenn ich die jetzt da drauf stelle? Okay, jetzt sind die Feuer. Feuer und Flamme. Ja, gut, ist halt auch die Frage, welches Symbol brauche ich denn überhaupt? Wow, was ist denn da los? Ich mag da echt unbedingt rein. Oder ist das quasi egal, was für Symbole? Oder gibt es irgendwelche Hinweise? Blau kennt natürlich auch fürs Wasser, das kennt schon Stimme irgendwie.
Okay, die Lowe's, die bleibt jetzt mal da stehen. Ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn sie jeder auf so eine Kante, auf so ein Eck steht. Weil sie steht eh schon da. So. Da hätte gern so eine Sicht von oben. Genau, das ist super. Okay, das geht ja irgendwie gar nicht. Aber wer der Fan ist jetzt noch da? Gut, oder was? Oder so. Warum sind... Achso, wegen dem. Das kommt da weg. Okay, schaut mal. Das ist jetzt so. Fein stellt sie da her. Die Lowe's stützt sie daher. Nice! Ihr habt das Rätsel gelöst. Also wenn das die Lösung ist. Aber sind jetzt alle Flächen aktiv? Warum ist da jetzt Gift? Hä, warum? Warum sind jetzt die Flächen Feuer? Also die ist wegen dem aktiv? Okay, jetzt pass auf, jetzt gehen wir alle noch mal kurz runter. Diese Dinger sind nicht umsonst da. Die... Ne? Die Vasen. Und jetzt... Also ich kann ja mal probieren, jetzt das einfach mal zu Feuer machen. Mag das Rätsel jetzt lösen. Schaut mal, jetzt ist Feuer. Was, wenn mir jetzt draufsteht, dann wird es zu Gift. Und nach Gift, weißt du, es ist die Lowe's. Ich stimme jetzt mal daher. Was passiert dann? Nach Gift werden es wieder normal.
Also ich kann die Ratte gar nicht bewegen. Vielleicht ist da die Ratte... Die Ratte... Gift. Wo ist ein Ratten giftig? Also giftig ja eigentlich nicht, ne? Aber... Okay, warte mal. Wie viele Vasen habe ich noch übrig? Da ist keine mehr. Ich habe keine Vase mehr übrig. Das heißt, ich müsste das jetzt so irgendwie hinkriegen. Ich habe eine einzige Vase noch übrig. Ja, da muss man jetzt ein bisschen überlegen, ne? Gegenstände. Es kann ja sein, dass man da irgendwelche Gegenstände auch hinlegen kann. Na gut, das wird nicht schwer genug sein. Vielleicht so guter Fleischbrocken. Zum Beispiel. Gut, dann muss ich das da noch irgendwie... Toller Fund, ja. Aber es geht sich. Ich muss das sicher... Ich muss es sicher irgendwie auf Gift machen. Okay, das geht nicht. Das ist nicht zu schwer. Schau mal, so ein Buch vielleicht. Glück! Das geht auch mit diesen blöden Ecken. Es geht sich einfach nicht aus. Weil ich mache halt dann da in der Mitte. Aber eine Ecke bleibt halt immer frei. Jetzt sind die wieder neutral. Vielleicht müssen sie auch neutral machen.
ich weiß nicht. Das dauert mir jetzt irgendwie alles zu lang. Da werde ich dann in der Aufnahmepause schauen. Mich nur ein bisschen spülen. Gibt es sicher irgendwo Hinweise? Vielleicht muss ich da irgendwie eine Reihenfolge oder so machen. Also. Gott, vielleicht gibt es da irgendwo einen Hinweis. Man lösen würde ich schon sehr gern. Obwohl, ja, nicht so richtig. Nee, komm. Geh mal hoch. Schau mal, was wir als nächstes dann. Wir müssen ja bei der Dings das Ritual da. Vollenden. Und dazu müssen wir irgendwie zu Nordwesten irgendwie. Warte mal, wir schauen jetzt mal auf die Karte. Angriffsort. Abwrackerhöhle. Beim Klosterwald, genau. Das ist die Brücke von Mark dem Droll. Ja gut, wir können einmal zum Mark dem Droll schauen. Krog der Troll, ein grob schlächtiges Ungeheuer, das eine verwüstete Brücke hütet, hat uns gebeten, seinen Rivalen Mark den Troll zu beseitigen. Ja komm, dann machen wir das. Dann müssen wir da. Okay, irgendwie da so hin. Gut. Aber das mit dem Rätsel, das muss ich mir jetzt nur merken, dass ich es ja nicht vergiss da. Kann ich mich dann. Ja, porten. Kann ich mich da herporten? Nee. Ja, na komm. Dann müssen wir halt wieder alles außen um wegen den. Obwohl, ich weiß nicht. Soll ich mal schauen, ob ich irgendwie so vorbeikomme? Ich weiß nur, da war irgendwas, dass die Hunde die Quellenmagie da gekrochen haben. Halt, der mag den Hornling. Ja, ich bin's nicht, Leute. Aha. Guter Zunderschwamm? Nein, mitnehmen wir nicht so. So, genau. Also, ich glaube, wir gehen dann falsch. Ja, das ist gut, wir gehen dann echt falsch. Oh, schaut, so verstecktes Fass. Ich hoffe, ich komme da jetzt auch vorbei. So. Ah, da waren wir ja schon, ne? Oh Gott, da muss ich ja rüber. Ah komm, gehen wir einfach durch, oder? Sie ist nur Gift. Es wird gespeichert. Gibt's da was? Schaut nicht so aus. Oh Gott. Schauen wir weiter. Flüsterholz. Hä? Wo sind denn die anderen zwei? Mann, geht's doch einfach da durch. Oh, es hat solche Weicher, ja, echt. Ein roter Bienenstock. Ich darf den nicht nehmen. Warum denn? Bears ahead. Honey bears, looks like.
Oh, schon eh voll lieb aus. Oh, ich glaube, der hat meinen Quellenmagier umgebracht. Honigbären. Süße kleine Honigbären. Hallo. Oh, ganz ruhig. Ja, Honey. Bock auf. Feststellen, dass der Honig merkwürdig riecht. Quellenmagie. Um etwas davon bitten. Na, du. Aber mich hat. You want some honey? Yeah, come on. Den Bären fragen, wo die Bienen hin sind. Bees are dead. Bees are dead. Bees. The bees are dead. Good thing too, cause honey. Weil Honig. Fragen, ob du den seltsam riechenden Honig probieren darfst. Okay. Also, oh, habe ich jetzt Knummer? Jetzt habe ich jetzt Knummer. Diese Bill holt sich da die Quellenenergie gleich. Ich will dann da jetzt nochmal speichern. Hey, ist schon gut, Leute. Ich will einen Honig nicht. Es juckt. Okay. Oh, ich glaube, ich höre den Troll schon. Mark den Troll. Was ist denn da? Oh. Clearly a man of wisdom and piety. Humility, not so much. Das ist der Brakus, ne? Once this was a place of holy learning. Also statues. Important statues. Mhm. Oh gut, ich würde sagen, wir widmen uns aber erstmal Mark den Troll. Hey, du! Oh, hello there. A fine day it is. And the finest day for a wee saunter through the trees it is too. Not even any Voidwalker can live to spoil it. Mark, sagen, dass du gerade einem anderen Troll begegnet bist. Er heißt Grog. Zustimmen und fragen, wie dieser schöne Tag denn bisher für ihn läuft. Oh, just the best. Just the bee's knees, really. I've made more money today than in the last month combined. Thanks to a group of magisters. Aha. Such a hurry, they didn't have time to haggle. Magister in Eile möchte wissen, was sie so einsinnig verfolgt haben. Emsig verfolgt haben. Some sorcerer who fled by earlier. And she paid a handsome toll too. Glory, what a marvelous day. Nickt man im Vorbeigehen und die Brücke. Was? Mag sagen, dass du gerade einem anderen Troll begegnet bist. Er heißt Grog. Isn't a healthy business environment just wonderful? Grog and his pathetic bridge give me just the little kick of competition I need to improve my service and increase my prices. Marge bats his eyelashes at you. You can't quite tell whether he's serious or not. Ihm sagen, dass Grog dich gebeten hat, die Konkurrenz auszuschalten. What? Ja, das hat er. After all we've been through together, truly. Who has the finer bridge here?
You should be working on eliminating the weakest link. Which, in case it isn't crystal clear, is Grog. Nicken. Klar wie Kloßbrühe. Die Waffe ziehen und magische Grüße von Grog bestellen. Hä, hast du jetzt Grog oder Grog? Das ist schon Grog, oder? Fortgehen. If you're not a paying customer, I'm afraid I'll have to ask you to leave. Okay, jetzt passt mal auf. Geschäftsrivalen. Nachdem er von Grogs Wunsch erfahren hatte, bat uns Mark, ein scheinbar wesentlich netterer Troll, stattdessen Grog zu töten. Naja, trotzdem verlangt er Geld, dass wir darüber dürfen. Ich mag jetzt mal was probieren. Hat die Sibylla Pyramide dabei? Nee. Gehen wir hier mal die rote Pyramide. Wollte jetzt so, wie er sich kurz umdreht. Mist! Ich glaube, man kommt da einfach nicht rüber. Mann, ich weiß jetzt auch nicht, wen ich umbringen soll. Eigentlich will ich gar keinen umbringen. Oh, warte mal. Gut, das ist natürlich. So geht's natürlich auch. Aber eigentlich mag ich ja da rüber zum Klosterwald. Ich wollte eigentlich nur schauen, ob das funktioniert. Gut, also wir hätten eine Möglichkeit, dass wir so rüber kämen.